Leute, es geht so langsam in die kältere Jahreszeit über und um mich richtig zu stärken, habe ich hier ein schönes Hühnersüppchen gemacht, werde ich mir genehmigen. Bevor es in den Schacht geht, an diesem 9. Spieltag findet der nächste Ostklassiker statt. Unser FC Hansa trifft das 77. Mal auf Erzgebirge Aue. Tabellarisch sind beide Mannschaften leider weit voneinander entfernt. Erzgebirge Aue steht auf dem stabilen 3. Platz, spielt dazu einen sehr, sehr erfolgreichen Fußball. Sie sind sehr abgezockt und lassen wenig zu. Ein Grund dafür, der erfahrene Trainer Pavel Dotschev macht einen sehr, sehr guten Job und wir kennen ihn bestens aus Hansa-Zeiten. Mit ihm ging's bergauf. Und man kann nur hoffen, dass wir auch so langsam die Kurve bekommen. Und er sprach auch direkt aus, dass Erzgebirge Aue aufsteigen will. Mal gucken, ob ihnen das gelingt. Die letzten 4 Spiele waren eher durchwachsen. 4 Punkte hat man geholt. Zuletzt 2:0 verloren bei Viktoria Köln. Da ging vorne wenig zusammen. Aber um dort erfolgreich zu sein, müssen wir uns nochmal steigern zum Ingolstadt-Spiel. Auch wenn es spielerisch gar nicht schlecht aussah. Wir treten leider ein bisschen auf der Stelle, wissen nicht, wo wir stehen. Ein Sieg aus 8 Spielen, das muss besser werden. Vor allem die individuellen Fehler abstellen, wach sein. Zumindest ist unser FC Hansa in einer Sache erfolgreicher, blickt man auf die letzten 4 Spiele. Ja, da haben wir immerhin 5 Punkte gesammelt und Aue, wie gesagt, 4, wenn man von dieser aktuellen Form ausgeht. Aber es liegt ein kleiner Fluch im Erzgebirge. Deswegen die Hühnersuppe. Wollen wir mal testen? Ich glaube, damit können wir unsere Kräfte bündeln, um endlich den Bann zu brechen. Denn der letzte Sieg bei Erzgebirge Aue gelang uns 1967, also vor 57 Jahren in der DDR-Oberliga. Das ist krass. 2:1 ging das Spiel damals aus und Gerd Kostmann erzielte beide Tore. Es wird Zeit und generell unser letzter Sieg gegen Erzgebirge Aue war auch eine Weile her. 2006 nämlich konnten wir 1:0 gewinnen. Torschütze damals ein guter alter Bekannter, Enrico Kern, ist sogar im Erzgebirge geboren worden und mein Lieblingsspieler gewesen. Habe ja 2 Trikots von ihm mit ihm hinten drauf. Ja, schöne alte Zeiten und irgendwann muss es ja mal klappen, ne? Dass wir dort bestehen. Ich denke aber, dass wir vom Kader her mithalten können und jetzt müssen es die Jungs auf den Platz richten. Darauf die Hühnersuppe. Dann wollen wir mal ins Erzgebirge fahren. Sachen sind gepackt und hier auch noch eine Kleinigkeit von meiner treuen Seele. Mal gucken, was die Matrosen dazu sagen. Auswärts bisher noch nicht gefeiert in dieser Saison. Es wird Zeit, damit wir in Ruhe in die Länderspielpause gehen können. Mitten in der Nacht geht's ab in den Schacht. Obwohl, oh, es wird hell. Oh, guck mal hier, die alte Crew. Junge, wo ist der verlorene Sohn gewesen? Keine Zeit mehr heute. Erstes Mal dritte Liga bedeutet Sieg. Ich habe ChatGPT gefragt, tut man ja heutzutage. Hat gesagt, unentschieden oder sogar Sieg für Hansa. Als ob. Ja. Ja, sind die schlauer als wir? Die wissen alles. Nicht schlecht. Was nimmt man denn da? Also für mich einmal dieses Baguette mit Ei. 2 Auswärtsspiele hintereinander, was gibt's Besseres? 2 Auswärtssiege. Das geht nicht. Der legendäre Kofferraum auch am Start. Nur das Problem ist, wo ist die Sandhausen-Flagge? Ey Mann. Aber hier. Das bringt doch Pech. Aber, oha. Hier, immer noch der Nürnberg-Becher und Schalke. Sind das Freunde hier? Klassenerhalt, oder? Ja, vom Klassenerhalt noch damals. Das waren schöne Zeiten. Ey, der hat da eine Maus dran oder so. Die 3 Punkte, er fliegt davon. Sieht auch stabil aus. Ein paar Eier für die Proteine und Tomaten, Gurken. Was hat der Spezialist hier? Der geht aufs Ganze hier. Wie war dein Mett? Teuer, Mann. 4,50 für ein Mettbrötchen geht gar nicht. Ich habe 3,90 bezahlt, war okay. Und ja, die Entfernung kann sich auch sehen lassen. 500 Kilometer von Rostock aus nach Aue ungefähr. 5 Stunden 30 braucht man. Mit dem Auto. Wir fahren hin und gewinnen. Wenn es nicht gut ausgeht, dann kann
schwierig werden. Spielerisch, habe ich ja schon öfters gesagt, war es bisher eigentlich auch nicht verkehrt. Die Tore bzw. Punkte haben einfach nur gefehlt. Ja. Wenn man heute damit anfängt, dann ja, mal weiter schauen. Nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga. Das Feld von hinten aufräumen, oder wie? So sieht's aus. Aber ich habe sie ja noch nie live gesehen diese Saison. Vielleicht bin ich deswegen auch so optimistisch. Übrigens, Leute, geht unsere Serie tatsächlich weiter. Ich glaube, fast 3 Jahre am Stück bei jedem Hansa-Spiel gewesen. Danke an jeden Einzelnen, dass ihr ja, uns Karten angeboten habt. Wir sind dabei und jetzt fehlt nur noch ein schönes Ende. Ich bin da drin, ich bin auch da. Guck mal hier, so schöne Handtickets, alte Schule, Dominik, dickes Dankeschön. Und der Alvin hat auch was Feines bekommen, da wollen wir mal reinschauen. Philipp, Grüße gehen raus. Grüße. Danke nochmal. Wir schauen mal rein, was sich da drin verbirgt. Die getragenen Schuhe von John Verhoek. Alter, Philipp, alter Schwede. Mit Unterschrift, mit Grasflecken, mit allem drum und dran. Du bist echt ein geiler Typ. Vielen Dank. Und wie gesagt, wenn wir uns gegen Aachen sehen, dann gehen 2-3 Colas auf mich auf jeden Fall. Harry, auch nochmal was geschickt. Jo, Harry, Grüße. Bitte keine Haue in Aue. Das wäre schön für uns alle. Kurzen Abstecher machen in Borna. Knappe Stunde vor Aue. Wismut, dreimaliger DDR-Oberligameister. Das ist ja ein richtiges Schlaraffenland hier. Da stapeln sich die Kästen. Das gute Zeug hier. Löschzwerg. Der sieht gefährlich aus. Dresdner Steiger, Glück auf. Wir sind aber heute gegen Aue dran. No. Wenn ihr in den Schacht. Alvin hat hier die feinste Ware. Sachsen-Gold. Finden wir das vielleicht auch im Erzgebirge? Die goldenen 3 Punkte. Was gönnt er sich schon wieder? Die Ausbeute. Sachsen-Gold. Damit wirst du zum Sachsen. Naja. Boah, das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Jo, 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 jo. Kann man machen. Da gibt es auch gleich noch was Schönes zu speisen. Bin ich gespannt, was ihr sagt. Voll viele Schwäne da hinten. Was suchen die? Die 3 Punkte? Wer ist schwerer? Massiv, Alter. Die sind ja wirklich breit gebaut, bereit fürs Erzgebirge. So, die feinste Ware hier. Das ist keine wirkliche Spezialität aus dem Erzgebirge, aber man isst es gerne und auch in der DDR. Du, ich, wir alle, ja, kennen das. Oha. So, guck mal, was ist das? Hund, ja, im Erzgebirge isst man das noch mit rum, ist hier aber nicht drin, also keine Sorge. Euer Paket. Ey, kalter Hund ist richtig geil. Und schmeckt? Schmeckt gut, ja. Danke, Julian. So viel Schokolade hier. Kann man machen. Haut rein. Übrigens, wenn wir uns die aktuellen Marktwerte anschauen, dann liegt unser FC Hansa immer noch ganz oben. In der Tabelle ist das aber eher nicht der Fall. Und Aue ist, glaube ich, sogar als Viertletzter dort zu finden. 5,68 Millionen. Wir haben 8,6 irgendwas Millionen. Hat wenig Aussagekraft. Sieht man mal, dass Zahlen nicht immer alles aussagen. Aber die Saison ist ja noch lang. Geduld, demütig bleiben, die Liga annehmen. In diesem Sinne. Grüße an die Altenburger. Hier, du weißt ganz genau Bescheid. Altenburg, Perry Bräutigam, dort geboren worden. Junge, Junge, unser Keeper Nummer 1. Jetzt haben wir Upov. Bräutigam, der jetzt bei RB Leipzig. Eieiei, darauf auf Klevin. Natürlich sächsisch. Ich merke langsam was. Ja, mei. Ist in Ordnung, kann man sich geben, aber was sagen wir zu Aue, ey? Martin Mennel, Legend. Martin Mennel, wenn du heute 3 Gegentore zulässt, dann holen wir dich persönlich nach Rostock. Dass der immer noch zwischen den Pfosten steht, Respekt erstmal, aber auch nicht mehr der Jüngste, deswegen einfach mal links, rechts, unten flach rein, da kommt er vielleicht nicht mehr hin und dann ist das Ding geritzt. Die Schlange nach Aue, alles Hansa-Fans, unfassbar. Ey, das sind so viele,
alle hier schon gesichtet. Wir haben uns die Frage gestellt, passen die alle ins Stadion? Ganze Hansa-Meute. Das ist auf jeden Fall cool zu sehen, wie viele sich da auf den Weg machen. Das ist schon echt heftig. Ey, komm schon. Hier sieht man kein sächsisches Kennzeichen mehr. Bitte keine Enttäuschung. Stralsund, Anklam, Wismar, Rostock, Jungs. Hamburg, Europe Car. Stunden vor Anpfiff, 2 Kilometer von Aue entfernt. Jo, kannst noch ein paar Sonnenblumen selbst schneiden. Sportplatz an der Lumbachhöhe. Wir kennen es noch vom letzten Mal. Schön hier hoch. Wir pilgern zum Ursprung. Da hinten, hä? Hier sind die Leute. So sind sie früher hier hingegangen. Ja, zum Fußball. Einfach hier hoch und da das Stadion. Das Tor steht schon. Die Kabine vom letzten Mal ist weg. Oh nein. Aber das hat sich jetzt doch verändert, wenn ihr euch das Video vom letzten Mal anschaut. Hier keine Kabinen mehr. Und die Bäume sind jetzt auch dort. Schön, der Bunker. Komm, Erinnerung hoch. Wer hat das noch erlebt? Unten die Zuschauerränge, aber alles zugewachsen. Rein kann man wohl nicht mehr gehen. Aber dafür, guck mal hier. Alles voller Hansa-Aufkleber und der Hintergrund kann sich sehen lassen. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass Fußball gespielt wurde, hier so weit oben. Es gab nur die Tribüne hier, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Da hinten vielleicht noch, aber da wurde es ja dann schon steiler. Im Hintergrund das schöne alte Stadion und da wurde gekickt in den 50er Jahren. Kurz und knapp nochmal zur Geschichte. Es gab damals zu viele Mannschaften im sächsischen Kreis und... Ja, dann wurde halt beschlossen, dass im Norden auch nochmal ein glänzendes Team erscheinen soll und in der Nacht- und Nebelaktion Spieler und Trainer aus Lauter nach Rostock verfrachtet. Im Norden fehlten konkurrenzfähige Teams. 1965 ist unser FC Hansa entstanden, sozusagen der Geburtsort, auch wenn es Empor Rostock schon vorher gegeben hat. Daraus entstand dann Hansa. Und diese Mannschaft hat damals hier gespielt. Und hier befindet sich tatsächlich noch eine alte Hütte. Was hier getrieben wird, will auch keiner wissen. Junge, okay. Schon ein bisschen gruselig. Hier wird noch ein bisschen besprochen, was so heute abgeht. Auswärtssieg, Auswärtssieg. Und jetzt ab zurück nach Aue. Das sind ja nur 2 Kilometer. Spiel fängt auch gleich an. Hier kann man sich's gut gehen lassen. Schönes Fleck Natur. Also laut Pavel Dotschew haben wir eingekauft, wie dass wir mit einem Aufstieg planen. Da wird ja von unseren Verantwortlichen, sage ich mal, sehr tief gestapelt. Aber von außen raus haben wir anscheinend gute Spieler. Ich muss ja auch sagen, das sah ja phasenweise schon echt gar nicht verkehrt aus. Nö, muss halt nur aufs Feld gebracht werden, das Ganze, und dann kommt das auch. Das wird heute hoffentlich der Fall sein. Naderi, Haugen, genau. Die üblichen Ruschke, 2 Tore in Serie aus dem eigenen Stall. Da haben schon einige, beziehungsweise jeder Rostocker freut sich da, wenn Felix da seine Tore macht oder allgemein einfach in der Stadt entsteht. Ja. Auch noch die Bahnschienen, damals das Erz abgebaut. Dementsprechend sagt man hier auch Glück auf. Steiger kommt. Es wäre auf jeden Fall wichtig, mal 2-3 Sieger am Stück einzufahren und dann sieht die Sache schon besser aus. Genau. Nur irgendwann muss angefangen werden. Ja, jetzt kommen auch die ganzen Kaliber. Mal wieder. Man muss da auf jeden Fall nicht verstecken. Ja. Also mit, vor allem auch mit dem Spielermaterial, das man da hat. Sorry, falls man das nicht mehr sagen darf. Jetzt sind wir schon wieder in Aue. So schnell geht das. Einmal hin und wieder zurück. King Nico tankt erstmal eine Runde. Und wie Alvin eben sagte, einmal im Leben nach Lauter, für jeden Hansa-Fan, glaube ich, so eine Pilgerfahrt, wie wir das gerade gemacht haben, lohnt sich auch. In Aue lässt sich's aushalten, wow. Da gibt's noch ein paar Geschenke zu verteilen, hoffentlich verteilt Hansa keine Geschenke. Jo, hier die Sparkasse, trumpft auf mit Aue fahren. Das Rathaus da hinten, boah,
so altertümlich. Nein, da war auch das Wismut Aue Logo drauf. Starkströmung an der Zwickauer Mulde. Wollen wir doch mal begutachten. Eine Stunde vor Anpfiff, wir müssen ein bisschen rumschreien. Die aktuelle Tabelle sieht wie folgt aus. Erzgebirge Aue auf Platz 3. Sind sehr schwer zu knacken, gerade zu Hause. Mir fällt da nur direkt Bär ein, erfahrener Mann, genauso wie Stefaniak und Ex-Hansa-Spieler Pepic im Mittelfeld. Qualität vorhanden, aber ich denke, vom Kader her können wir mithalten. Albin? Hansa auf Platz 17 mit 7 Punkten, punktgleich mit Hannover 2. Sieg würde auf jeden Fall ordentlich helfen. Um in ruhigeres Fahrwasser zu gelangen, bei einer Niederlage könnte die sportliche Leitung so langsam angezählt werden, aber wir gehen erstmal nicht davon aus und ja, gucken mal, dass wir jetzt hier einen Startschuss machen. Das Wasser fließt doch schon mal in die richtige Richtung und da fällt mir gerade ein, Erzgebirge Aue musste übrigens genau das durchmachen, womit wir aktuell zu kämpfen haben. Nach dem Zweitliga-Abstieg in die Dritte ging es für Aue in der ersten Saison 22/23 auch nur um den Klassenerhalt. Man landete auf Platz 14. Danach dann auf dem 6. Tabellenplatz und jetzt spielen sie oben mit und können aufsteigen. Also an Aue ein Beispiel nehmen. Die waren ja nach dem Abstieg auch ganz unten und mussten richtig kämpfen, weißt du? Ja. Das haben mir auch viele gesagt. Max, mach dir keinen Kopf. Noch ein Beispiel zu nennen, Bielefeld. Oh ja. Ja, letztes Jahr auch eine Horrorsaison. Ich hoffe einfach, dass wir das dann aber auch so hinkriegen. Aber jetzt konzentrieren wir uns noch auf die aktuelle. Viel schwächere Teams muss es geben. Ab ins Erzgebirgsstadion. Hier hast du auch nochmal eine ganz andere Perspektive über Aue. Stabil. Das war ehrlich der Bahnhof. Parkplatz gefunden. Wir haben es genau 1 Uhr. Leute, irgendwie kratzt mein Hals ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob ich krank werde. Gutes oder schlechtes Zeichen. Damals, als ich danach dann flach lag, gab es einen Sieg übrigens in Braunschweig. Wenn es einen Sieg gibt, dann nehme ich das in Kauf. Oh, die Flutlichter sind an. Ihr wisst, was das bedeutet. Beim letzten Aufeinandertreffen in Aue waren wir beide noch Zweitligist. Irgendwann kommen wir wieder zurück und können dann hoffentlich auch uns da wieder duellieren. 2-2 ist das Ganze ausgegangen. Hanno Behrens und Verhoek, die Torschützen. Johnny kam ja auch am Ende des Spiels noch zu mir. Gute Erinnerung, auch wenn wir nicht gewonnen haben, aber den Klassenerhalt hatten wir in trockenen Tüchern. Boah, der Gang, Alter. Mit Flutlicht. Huiuiuiuiui. Ja, einfach so mitten schön im Erzgebirge steht ein Stadion. Mit Wald und weiß nicht was, aber das macht schon was her hier im Erzgebirge. Wir wollen Ostsee-Fußball sehen. Lars und Bert. Auf euch. Jetzt oder nie. Stell dir mal vor, du wohnst da oben und links das Erzgebirgsstadion. Ey, das ist der Leuchtturm von Warnemünde. Ich pack's nicht. Die verkaufen hier Fisch. Unseren Fisch. Aber ob der auch frisch ist? Das ist die Frage. Unsere Heimat ist der Ostseestrand. Was soll das mit dem Fischwagen? Wir müssen hier links. Ja, hier rüber. Boah. Das kommt böse. Erzgebirgsstadion. Neu gemacht, aber das hat was. Dieses Stadion. Guck mal, da hinten, der Förderturm, auch ganz besonders. Und jetzt haben wir hier den Frank und heute? Auer Block, aber? Aber? Herzen. Stark, schnell wieder einpacken. Hansa braucht die Punkte und Aue ist heimstark. Ja, das heißt, eine Überraschung wäre schön. Für Hansa auf alle Fälle. Hier haben wir den Aue Fanshop, VIP-Bereich. Die Macht aus dem Schacht. 1946 gegründet. Glück auf. Grüße an die Undercover Hansa-Fans. Nudeln mit Wurstgulasch, 5 Euro. Dafür kommt man gerne nach Aue. Ab geht's, 15 Minuten. Das muss rein. Darauf habe ich schon immer gewartet. Nudeltopf, reingehen. Wir sind drin und wirken, wirken lassen. Das hat unsere Oma immer damals gemacht. Schmeckt sehr gut. Auch lecker. Choreos geplant bei Aue. Kann man sich geben. Gehen wir mal schnell in die Ausstellung rüber. Bei uns im FC Hansa gibt es 2 Wechsel. Harenburg vorne im offensiven Mittelfeld statt Le Beau. Bin ich sehr gespannt, was er zeigen wird. Und in der Innenverteidigung hat Rossipal tatsächlich eine Denkpause bekommen. Dafür rückt
Pfanne wieder zurück in die Startelf, unser Kapitän. Ja, hinten einfach keine Fehler machen und konzentriert sein. Ich hoffe, ja, dass wir diesmal keine Geschenke verteilen. Ansonsten kann sich die Ausstellung sehen lassen. Vorne Haugen, Naderi, die haben Bock. Aues Ausstellung, Stefaniak, Bär, gestandene Spieler, sowieso eine eingespielte Truppe, Taschi und Klausen, der kam von St. Pauli, glaube ich. Auch ein junger, ambitionierter Spieler, also aufpassen. Pepic natürlich genauso. Hoffen wir aufs Beste. Heute gibt es Lautra Fischsuppe. Da gehen sie auf Lauter, ey, was soll das? Aue, was ist da los? Ein bisschen Stichelei ist ja immer normal. Heute ist es ein Ostduell. Stichwort heute, unsere Gäste sind als Ostwerk aus der zweiten Liga recht und Schwachsinn in die neue Saison gestartet. Bei uns sieht das Ganze etwas besser aus. Es wird hitzig. Ich habe hier bisher noch keinen Hansa-Fan gesehen, außer hier in Frank eben. Aber der ist meilenweit entfernt von uns. Frank, wo bist du? Jetzt geht's ab, Leute. Ich weiß nicht, wie viel wir hier kommentieren können und jubeln. Ich hoffe, es gibt was zu jubeln. Dann werden wir mal schauen. Bitte mit richtigem Ergebnis. Ob wir ihn in Suppe versalzen können, wer weiß. Heute den ersten Auswärtssieg der Saison gibt. Stimmung auf jeden Fall hitzig. 8-0 Hansa Rostock. Und dann geht's los. 77. Aufeinandertreffen. Der Fluch muss gebrochen werden. Heute wird's. Oh, ein schöner Ball. Alleine durch. Ruhig. Nein. Sehr ausgeglichen. 10 Minuten gespielt. Da unten kam Johnny zu mir. Johnny, wir vermissen dich. Oh, das war jetzt mal ein gefährlicher Spielzug hier. Upop. Ja! Upop. Upop. Ich hab's gewonnen. Kilian! Eine Flanke hebelt die komplette Verteidigung aus. Upop springt rüber. Upop ab jetzt down. Mann, Alter, es ist das typische Spiel wieder. Geht der hin? Alter, ein Gegentor und wir kriegen auf einmal nichts mehr. Kann der denn da so durchrutschen? Alter, wir kommen auch schon nicht mehr klar nach 15 Minuten. Abstoß und Ball ist jetzt auch. Oh, den macht er gut, den macht er. Nicht. Immerhin ein kleines Lebenszeichen. Sowas musst du machen. Viel zu lange. Und der Ball ist weg. Rostock! Rostock! Guck mal, da oben einfach die Häuser, die können aufs Spielfeld schauen. Komm, komm, jetzt mal Nico hier. NN7. Oh, schön! Und der sitzt, Junge! Jawohl, Alter! Ja, das Bier, das Bier. 1-1, Alter, stark! Also Neid hat was für Zielwasser! So, ich hab's gesagt. Augen, Augen hat Augen! FC Hansa! Schalalalalala! Ja, mir wird warm. Stark! Ey, wir kennen uns doch vom letzten Aue-Video. Hast du gesehen, dass einmal frei. Einmal frei. Genau, kann man nicht meckern. Damals, ja, oder? Na, wegen unserer Bekannten.
Ja. Oh. Uiuiui. So, hier. Stark. Geiles Trikot, ne? Schön. Oldschool. Da kommen Erinnerungen hoch. 36 Minuten und... Oh, das Tor gibt Kraft. Das auch nicht, ne? Oh. Oh, Stefaniak, alles gefährlicher, muss ich zugeben. 38 Minuten gespielt. Nochmal so ein Ding. Ja, einfach nochmal aus dem Mix, würde ich nehmen. Wir sind stets da, geben alles für den FCR. Gefährlich, gefährlich. Und jetzt schon mal gehen. Alter, also. Leute, Aue, boah, wie viele Torschüsse. Zwei sehr korrekte Aue-Fans. Grüße an euch. Wie wäre das? Wunderschöne Halbzeit. Mein Fazit, zum Glück steht es 1-1. Das Tor war aber stark herausgespielt. Frank, bester Mann, was sagst du eigentlich zur Halbzeit? Ja, durchwachsen. Die Chance für Hansa war gut. Hansa hat auch Glück gehabt, dass Aue nicht alles verwertet hat. Ja. Wir drücken die Daumen für die zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit muss mehr gehen und dann wird es irgendwie vielleicht. Und deine Frau ist ja Aue-Fan und du Hansa. Also was gibt's Besseres? Heute das perfekte Duell 1-1. Kann man unterschreiben? Hansa braucht 3 Punkte. Ja, wir wollen 3, wir wollen mehr. Aber dann müssen die Jungs jetzt auch mal hier... aus dem Pusten. Genau. Zweite Hälfte geht weiter. Wir brauchen eine Leistungssteigerung. Und irgendwie das zweite Tor. Oh! Und direkt Pfostenkracher. Kommen wir gut raus, Ahrenbrock. Oh Mann. Schade. Weiter. Aber wir haben auch in jedem Spiel Alupech. Augen mit den Augen. Wir kommen gut aus der Pause. Reitmachen zum Jubel. Oh ja. Oh, verschwingt der Ball. Das ist doch das neue Lied. Er zieht vorbei und knapp rüber. Da bringt er. Komm, Naderi. Schade. Gefällt mir zweite Hälfte. Ruschke ist wach und jetzt schnell auf Augen. Sieht er. Oh. Ey, wir sind gerade wirklich richtig gut aus der Pause rausgekommen. Da kann was gehen jetzt. Ich rieche was. Opov, bitte bleib stabil. Das ist ein gefühlter Helfer. Ecke, den lenkt er rüber. Oh, okay. Ey, kleiner Herzinfarkt hier. Opov, bester Mann. Wir hatten noch keine Ecke. Wo bleiben unsere Spezialitäten? Opov. Er stand zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er tankt sich durch. Augen hat Augen. Böhling zieht sich um. Da kann man doch nur gewinnen. Schön von den drei Punkten träumen und gleich werden sie Realität, Leute. Jetzt ist er durch. Komm, vorbei. Und dann muss er reinmachen. Ja, den pfeift er. Fünfter Abseits. Also, den habe ich leider auch nicht gesehen so schnell, aber die Auer sagen 3 Meter. Stabiler Typ. Da warten wir. Haugen. Guck mal, Haugen jetzt immer 1-1. Boah, stark, Junge. Schiedsrichter. Doch, gelb-rot. Ey, 15 Minuten auf alles oder nichts nach vorne. Worauf warten wir jetzt noch? Halleluja. Immer da. F.
Ah, ich glaube, der Fluch wird gebrochen heute. Nach 57 Jahren hat es ein Ende oder was? Stramm bleiben, stramm bleiben. Schieß mal. Sollten wir tatsächlich gewinnen, gebe ich ein Bier aus hier. Haben wir schon abgesprochen in der Halbzeit. Le Beau kommt nochmal zum Zaubern für Dirkner. Ja, ein bisschen mehr riskieren jetzt. Offensiver Wechsel. Unsere erste Ecke. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Le Beau ist on fire. Ich glaube auch jetzt dran. Ja. Oh, jeder springt vorbei. ChatGPT meinte 1-1 oder 1-2 für Rostock. Ne? An Rostock, goal. 82. Spiel auf ein Tor. Ist noch. Aus mit dem Zauberfuß. Guck mal, die linke Klebe. Oh, der rutscht. Jetzt. Nein. Alter. Nochmal. Oh, Mendel. Mendel kann's aber. Jetzt kommt. Alter, was ist hier los? Jetzt. Die kommen gar nicht mehr raus hin. Albin Mehr. Wir brauchen mehr. Jetzt oder nie. Mehr, Mann. In Überzahl, Leute. Das muss jetzt klappen. Mittlerweile sind die Flutlichter an. Ihr wisst, was das bedeutet. Unser. Oh, wow, wow. Aue ist sauer. Kriegt er. Faul. Leo, den nehmen wir mit. Singen und springen auf jedem Fußballplatz. Schuss, ein Tor für Hansa. Pass auf. Guck zu und lernt. Jo. Oh, weiter. Jawohl, Ecke. Die sind nervös. 4 Minuten Nachspielzeit. Da geht was. Ja, schön jetzt den Eckball einnetzen. Jetzt. Das gibt ein Bier von mir. Hammer. Wir haben sich belohnt. 10 Minuten komplett Druck gemacht. Geil. Das Randale. Ja. Da unten, ne? Das ist der Wahnsinn. 2-1 in Aue, Junge. Aber richtig schön. Gelähen, Digga. Schalle. Jetzt noch einer. Der will. Sommer doch mal. Oh, Junge. Und der nächste Ecke, unser. Spielen jetzt das Ding hier. Einfach ganz genüsslich. Oh, das Stadion kocht. Ist das geil, Alter. Auswärtssieg vor über einem halben Jahr, Alter. Aber es ist noch nicht vorbei. Hansa Rostock siegt in Aue vor GTA 6. Und du bist das erste Mal in der dritten Liga dabei. Ja, King so Nico. King Nico, wieder am Start. Guckt euch das an. Auf einmal geht alles. Auge mit den Augen. Die Jury. Jawohl, die Macht im Schacht sind wir. Zumindest heute. Unfassbar, oder? Unfassbar. Was habt ihr jetzt von der Tabellenplatz? Ja gut, vielleicht 12. Ja. Aber für euch auch alles Gute. Ne? Jetzt gibt's noch ein Bier, oder? Auf alle Hab ich versprochen. Nein, ja? Alles gut. Oh, es war noch gar nicht vorbei. Jetzt aber. Was fällt dir ab, ey? Vor 57 Jahren das letzte Mal. Und jetzt, 2024, platzt der Knoten. Es wurde Zeit, ich habe es gesagt. Hansa Rostock.
Auf dem Rückweg, ey, das war noch ein hitziges Ende, sage ich euch. Auch auf der Tribüne, aber Ende gut, alles gut. Auswärtssieg, Auswärtssieg. Lars und Bert, danke nochmal. Ey, krasse, krasse Scheiße. Aber Aue, alles Gute. Alles entspannt. Ja. Die auf jeden Fall nehmen uns mal. An die Frau, ne? Leute. An die Frau wirklich auch. Liebe Grüße, der mit dem Hut. Auswärtssieg nach 57 Jahren, unfassbar. Und wir sind sicher rausgekommen. Also am Ende habe ich schon bei vielen gehört, dass es kritisch wurde, selbst beim Fanradio. Da wünschen wir gute Besserungen. Also was bei manchen abgeht, ne? Nee, unverständlich. Naja, wir haben den Sieg in der Tasche und den kann uns keiner mehr nehmen. Grüße auch an Marc und Ella, Bekannte von Bibi und Norman. Ich habe gehört, ihr wollt auch das nächste Mal vielleicht am Start sein. Würden wir feiern auf die nächsten Punkte. Ihr hört meine Stimme sehr, sehr angeschlagen. Aber scheißegal, Hauptsache Sieg. Historischer Sieg in Aue, last minute. Wir sind wieder da, unser FCH. So sehen Sieger aus. Schalalala. Wer hätte das gedacht? Nach über einem halben Jahr auswärts gewonnen. Ich muss aber auch sagen, ne, am Ende voll fertig. In einer kleinen Keilerei verwickelt, aber es ist gut gegangen. Wir haben es mit Worten geregelt. Ja, trotzdem hitziger am Ende als gedacht. Der Boxer sowieso. Guck mal hier. Zack, zack. Jetzt in Sache für Hansa. Jetzt nochmal was in der Sache für Hansa, für die Fans, für alle anderen aus Rostock, für das Wahrzeichen des Ostseestadions. Die Flutlichtmasten müssen erneuert werden. Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro kommen auf unseren FC Hansa zu, um dies ein bisschen zu vereinfachen, beziehungsweise um als Fans unter die Arme zu greifen. Hansa hat die Fanszene einen Spendenlink aufgemacht. Da kann jeder gerne seinen Teil dazugeben, falls ihr was übrig habt. Alvin und ich werden selbstverständlich auch was spenden und... Jeder kann was in den Topf schmeißen, ob es 1 Euro ist, ob es 5 Euro sind, ob es 100 Euro sind. Aber fühlt euch nicht gezwungen, wenn ihr es könnt. Und ansonsten, ja, packen wir es gemeinsam an. Jetzt hier den Neuaufbau, ne? Der Startschuss wurde gegeben. Also unten in der Beschreibung findet ihr den Link. Eine coole Aktion und da wollten wir einfach mal unsere Unterstützung anbieten. Guckt unten rein in den Link. Ja. Und dann können unsere Flutlichtmasten wieder strahlen und wir im Flutlicht den nächsten Sieg holen. Danke an jeden Einzelnen. Alles für Hansa und dass es schnellstmöglich bergauf geht. Ich meine, das Spiel, ja, was soll man sagen? Holprig angefangen, aber dann stetig gesteigert. Und die rote Karte kam uns klar ganz gut. Ich fand aber trotzdem, dass wir direkt aus der zweiten Halbzeit richtig stark rausgekommen sind. Viele Chancen hatten. Direkt der Pfostenkracher von Harenbrock hätte reingehen können. Uns dann zum Glück belohnt. Und das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, wo ich einfach nur dankbar bin, dass es jetzt doch mit einem Dreier in die Länderspielpause geht. Mannschaft, Trainer sich belohnt haben und einfach mal ein bisschen Ruhe einkehrt und wir das Ganze sacken lassen und dann in 2 Wochen wieder angreifen. Der Sieg am Ende war schon verdient, vor allem nach der roten Karte.
ist ja klar, dass Aue dann nicht mehr viel nach vorne macht oder dann das 1-1 verwalten wollte. So schon, wie Max gesagt hat, ab der zweiten Halbzeit, ab der 10. Sekunde, wo dann Harem Brock da gegen den Pfosten geschossen hat, habe ich gemerkt, gespürt, da ist was drin. Und ja. Alle wach, wollten, jeder wollte. Genau. Verdienter Sieg, würde ich sagen. Leute, ja. Endlich ist es soweit, ey. Ich pack's nicht. Ihr hört das auch. Ich brauche mein Bett, Alter. Ich bin einfach nur glücklich, dass es jetzt funktioniert hat und wir nicht wieder mit schlechter Laune nach Hause kommen. Den alten Trott schon wieder verloren. Endlich können wir uns mal freuen und wir sind da sicher rausgekommen. Das war ja tatsächlich mein allererstes Spiel jetzt für Hansa Rostock in der dritten Liga seit dem Abstieg. Aber jetzt live das erste Mal. Ja. Fand ich, es war schon ein gutes Spiel. Die erste Halbzeit war vielleicht ein bisschen, war Aue vielleicht ein bisschen überlegen, aber Hansa hat die Chance, die sie hatten, genutzt. Das war ein schönes Spiel. Ich glaube, wenn es so weitergeht, dann geht es nach oben, ne? Hoffentlich, ja. Natürlich. Und? Wollen wir nicht zu viel? Ich habe ja die KI gefragt, die künstliche Intelligenz, Leute. Sie wusste es. Ich glaube es nicht. Hat gecallt. 1-1 Hansa Rostock. 1-1 Hansa... Was war das, Digga? Die künstliche Intelligenz, ich habe sie gefragt, ChatGPT, hat gecallt, Aue gegen Hansa Rostock, entweder 1-1 oder 1-2 für Hansa Rostock. Wie ist es gekommen? 1-2 für Hansa Rostock. Ab jetzt immer künstliche Intelligenz fragen. Und du meinst ja auch spielerisch zur letzten Saison ein Fortschritt. Ja, ich finde den Sturm, Hauge Naderi. Den Sturm, den Hansa Rostock jetzt hat, den müssen wir halten. Besserer Sturm als Hansa Rostock in der letzten Saison. Das soll es gewesen sein. Jetzt schön in der Länderspielpause erholen. Ihr auch. Bleibt gesund und stabil. Danke, dass ihr hier immer supportet an alle, die wir auch wieder gesehen haben. Auch die Auer, muss man ja sagen. Ne, viele korrekte. Waren sehr viele nette Auer dabei, aber auch 5-4 Idioten. Und dementsprechend hauen wir jetzt rein. Alvin? Haut rein. Bis in 2 Wochen. Jetzt mit Kopf oben in die nächsten Spiele gehen. Genau. Alle haben sich das Ganze verdient und wir wollen, dass es so weitergeht, im besten Fall. Mit dem Wind im Rücken fahren wir jetzt zurück an die Ostsee bzw. genau, in den Norden. Danke fürs Zuschauen. Haut gerne alles unten in die Kommentare, wie ihr das gesehen habt. Bis zum nächsten Mal.